So, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Final Fantasy VII, das Remake. Wir sind mit Cloud unterwegs, haben gerade eine Blume bekommen von einer netten Blumenverkäuferin und versuchen uns jetzt hier vom Acker zu machen hier. Auf jeden Fall wurden wir gerade von ein paar Gardisten aufgehalten, die uns nicht aufgehalten haben. Die haben wir jetzt gerade hier vernichtet. Schauen wir mal zu, dass wir hier vonkommen. Okay. Noch ein weiterer Versuch, die Materie zu holen. Da ist ein Wachhund. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ja, diesmal geht's. Lala. Okay. Mist. Ich musste natürlich kämpfen, aber die Materie ist, denke ich mal, wert. Wir haben erst zwei Materie und die sieht sehr besonders aus. Okay. Die kriegen wir auch platt, würde ich mal behaupten. Einmal auf den Wachhund. Wachhundi, wo bist du denn? Wir haben daneben gehauen. Wir könnten mal unsere Schockzustand. Sehr gut, 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 sehr gut. Angriff auf das Hundi. Was war das für eine Explosion? Wer war das? Das finde ich aber nicht nett. Wir hatten gerade den Wachhund auf Schock. Er ist immer noch auf Schock, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Okay, aber Einmutangriff würde ich jetzt wohl hinkriegen. Bitte nicht schlagen. Ich habe gerade meinen Angriff. Ich muss gerade meinen Angriff vorbereiten. Okay, hat das jetzt geklappt? Wachhund ist platt. Seid ihr beide noch übrig? Zack. Und ja. Okay, das geht ganz gut mit der Standardattacke. Holen wir das, wofür wir eigentlich hergekommen sind. Einmal Materia. Sehr gut. Holen Sie der Cloud. TP-Boost. Das hört sich hervorragend an. Würde ich jetzt vielleicht auch gleich mal einsetzen. Mal schauen. TP-Boost. Was ist das eigentlich? Jetzt erstmal zum Materia-Menü. Materia, wo war das noch gleich? Meine Ausrüstung, genau. Und hier Materia. Jetzt haben wir zwei Heilen. Hier sieht man Fertigkeitspunkte 17, hat sich auch schon was getan. Und Glut. Wollen wir jetzt unseren TP-Boost, der ist hier, einsetzen? Wie viel bringt der mehr TP? 10%. 100 Lebenspunkte mehr. Trefferpunkte, nicht schlecht. Aber wir müssten halt eine andere Materie dafür ersetzen. Ja, aber TP-Boost und Heilen irgendwie sind ja auch ziemlich ähnlich. Wenn man wenig TP hat, heilt man sich. Und dann hat man wieder genug TP oder man hat weniger TP und kriegt dadurch mehr TP. Die dann natürlich auch. Ja, wie viel braucht man das? 500? Ich glaube, okay, die ist gut, die ist sehr gut. Aber wir setzen sie jetzt nicht heim momentan im Kampf. Sind, glaube ich, die beiden Materia, die grünen Materia, ein bisschen wichtiger. Heilen und Feuer. Gut, aber wir haben sie mal. Vielleicht kriegen wir demnächst noch ein neues Gruppenmitglied und dann haben wir noch eine Materie für das neue Mitglied. Jetzt gucken wir mal. Ist denn hier überhaupt, macht es denn hier überhaupt Sinn, hier entlang zu gehen? Aha, also hier ist jetzt das Stadtzentrum, da müssen wir hin. Gefecht am Brunnenplatz. Gut, da gehen wir hin. Mal schauen, ob ich von hier entlang komme. Vielleicht hier. Oder was ich eher... Doch, ich denke, da müssen wir entlang. Wir gucken jetzt uns den Weg nochmal an. Da gibt es ja noch zwei Wege. Was? Oh, da geht es aber noch weit weiter. Auflassallee. Ja, gucken wir mal. Sagen wir uns. Wir schauen mal, wo sind wir jetzt hier? Falsche Richtung. Wir sind... Ich denke mal, wir müssen in die andere Richtung. Aber wir schauen uns mal an, was es hier noch gibt. Ob wir da noch irgendwas erreichen können. Noch eine Seematerie hatten wir auch. Ja, ich dachte es mir fast, manche Wege sind blockiert und dann hat sich die Sache damit erledigt. Hier geht es nicht weiter. Das Spiel lässt uns nicht. Gut, darum will ich nichts dagegen sagen. Dann gehen wir natürlich die andere Richtung. Ich denke, das Spiel hat uns den Weg, oder gibt uns den Weg vor. Ja, es gibt uns den Weg vor hier. Da geht es natürlich auch nicht weiter. Aber das macht nichts. Das ist wunderschön hier alles. Geh mal ein bisschen hier an die Seite, dass uns nicht gleich alle Gardistenübungen auf einmal angreifen. Oh, hier ist noch eine Seitengasse. Genau, die habe ich hier gesehen. Welcome. Best food around breakfast and lunch. Ja, das hört sich gut an. Momentan leider keine Zeit für breakfast und lunch. Genau, super. Da haben wir doch noch was gefunden. Oh, die suchen uns. Alle suchen sie uns. Ich bin doch nur ein armer, kleiner Bewohner.
Supertrank, Supertrank. Wie viel bringt eigentlich dieser Supertrank? Also Heiltrank bringt 350. Ups, eins, zwei. Und der 700 gleich, wow. Der ist für später. Ganz gut. Jetzt mal schauen. Wir können uns mal heilen. Mal sehen, ob man die Heilmagie kann man auch. Ja, kann man jetzt auch ohne Kampfaktion durchführen. Also während uns einfach während des Spiels und nicht nur während des Kampfes. Hey, das ist ja noch eine Materia. Materia weist uns den Weg. Weise uns den Weg. Weise Materia. Da sehe ich sie doch nochmal. Vielleicht nochmal dieselbe. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Führt kein Weg dran vorbei, aber ich gucke mal hier nochmal links. Gibt auch was. Aber solange wir nicht angegriffen werden, können wir da noch in Ruhe weiter erkunden. Ach, da sind wir hergekommen. Ja, toll. Ja, erkunde mal den Weg, den du schon vorher gegangen bist. Sehr klug. Gut, dann machen wir uns hier auf den Weg. Ja gut, den können wir nicht umhin. Da müssen wir kämpfen. Genau, Klaus, zieh schon mal dein Schwert. Nein, keine Verstärkung holen. Was ist das denn hier? Das muss doch auch ohne Verstärkung gehen. Wow, was hast du denn da geworfen? Das ist eine Granate. Eieiei. Und wäre Mittel. Oh, da ist der Brunnen, der zentrale Brunnen. Da war auch die Markierung hier. Gefecht am Brunnen. Ja, da gibt es wohl ein größeres Gefecht hier. Entscheidend. Aber das kann uns nicht... Das wird uns nicht abhalten. Ausweich-Rundumschlag. Das hört sich doch interessant an. Diese Materie wird gleich mal begutachtet. Auch wieder lila. Materia, Materia. Aha. Ausweich-Rundumschlag anwenden. Der Standardangriff direkt nach dem Ausweichen wird zu einem Flächenangriff. Zeigt da das Bild. Bei dem Bild sieht man ja, wie sich das dann entwickelt. Also man weicht aus, macht praktisch diese Rolle. Da hier, die Rolle, zack, und wird gleich mehrere Gegner mit so einem Flächenangriff angreifen. Auch nicht schlecht. Oh, das braucht hier 1000 Punkte, um es aufzuleveln. 1000 FP. Ja, ist gut, aber die beiden bevorzuge ich immer noch. Gut, das wird sich später ändern, wenn wir mehr Plätze, mehr Slots haben für unsere Materie. Dann ballern wir da alles rein, was geht. Okay, hier geht's entlang. Hier geht's entlang. Soll ich den linken Weg auch nochmal gehen? Ja, da gibt's bestimmt auch noch was. Da können wir nicht drauf verzichten. Da müssen wir auch schon mal hier entlang. Nichts zu vermelden. Ja, nichts zu vermelden. Hier kommt was zu vermelden. Die Wachhunde machen vielleicht später erstmal den Gardisten. Der ist schneller erledigt. Genau. Gesprochen, getan. Er ist schon erledigt. So, Wachhündchen. Schauen wir mal, dass wir dich auch platt kriegen. Du siehst nicht sehr freundlich aus. Eigentlich will ich ja gar nichts von dir, aber ich muss mich nur verteidigen. Schockzustand. Ach, da liegt das Hündchen. Ups, jetzt hat es kurz gehangen. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Ganz ruhig. Ich glaube, mein Controller hängt jetzt. Ja, okay, jetzt funktioniert er wieder. Nur ein bisschen gehangen. Gut, das Wachhündchen wird jetzt angegriffen von uns. Sag mal. Und weg war das Hündchen. Und du Hündchen? Boah, was war das denn? Hallo, ich bin noch kein Mittagessen. Mein Gesicht beschützt. Achso, Angriff, Angriff, Angriff. Ah, er ist schon unten. Ist hier ein paar Scheiben von meinem Gesicht ab. Da ist eh nichts zu holen, mal mein schmalen Gesicht. Hündchen, außerdem schmecke ich überhaupt nicht gut. So. Wow, das abgezogen, Mann. Stufe gestiegen. So muss es sein. Keine große Sache, Cloud. Wir haben hier doch noch eine Truhe erwischt. Habe ich doch gehofft. Und die Hoffnung hat sich erfüllt. Kraftreif, ja super. Den schauen wir uns gleich mal an. Auf Kraft können wir nicht verzichten. Also wir können schon verzichten, aber wir wollen nicht verzichten. Gucken wir mal an. Das müsste bei Ausrüstung sein, oder? Nein. Wo ist das Gegenstände? Waffen, Panzerschwert, Rüstung, Bronzereif, Accessoire, hier Kraftreif. Hier physische Stärke 0, magische Stärke 0, Abwehr 0, alles 0.
Hier kann ich es auch nicht ausrüsten. Was bringt mir der Kraftreim? Oh, Kraftreif hier, alles null. Ein Armband, das in der Lage ist, das Potenzial der Muskeln seines Trägers freizusetzen. Also es muss schon irgendwas verbessern. Aber wir müssen es mal richtig ausrüsten. Ah, hier kann man es ausrüsten. Okay, hier, wir haben noch überhaupt kein Accessoire. Kraftreif. Was wird stärker? Ah, hier steht's. Info, Stärke erhöht sich um 5%. Ja. Gut. Nehmen wir. Ist jetzt nicht so das überragende Teil. Stärke um 5%. Das heißt, wenn sich die Stärke erhöht, in dem Fall um einen Punkt, erhöht sich die Attacke um 2. Ja. Okay, ist gut. So. Mal. Weiter. Zum Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Wir kommen zu dir. Zack, zack, zack. Auf geht's, Brunnen, wir kommen. Da bist du. Ja, da gibt's sehr viele Gardisten. Ich glaube, wir können uns nicht vorbeischleichen. Ah, nein. Oh Gott, ich habe auch nicht mehr so viele hier. Granaten und alles. Okay, wir treiben sie mal ein bisschen zu uns. Dass wir nicht zu viel Gesellschaft bekommen. Und werden mal... Ja, das war nichts. Werden uns mal... Sollen wir sie jetzt angreifen? Na, vielleicht mal unseren Heilzauber ausprobieren während des Kampfes. Haben wir noch gar nicht gemacht während des Kampfes. Okay, klappt gut. 400. Mehr als unser Heiltrank auf jeden Fall. Oh nein. Sie gesichtet. Cloud, kannst du nicht ein bisschen unauffälliger sein? Anscheinend nicht. Das große Schwert ist nicht so unauffällig. Wie Cloud denkt. Okay, die habe ich vernichtet. Habe ich jetzt einen Helikopter? Ernsthaft? Ich höre. Wer schießt denn jetzt auf mich? Kommst du denn her? Hatte ich dich nicht vernichtet? Anscheinend nicht. Bist du jetzt schon platt? Ja, okay. Platt. Gut. Brunnen. Was? Da war doch gerade noch ein schöner Brunnen. Was ist aus dir passiert? Was ist aus dir geworden? Brunnen. Ja, mal nicht so auffällig zu sein. Aber ich glaube, das bringt nichts. Ach, die haben uns auch schon wieder gesehen. Feuersalbe. Granatenwerfer. Ich nehme erst... Upsala. Warte mal, noch einmal. Rein. Ey, Heilpunkte, die schwinden aber auch super schnell. Okay, Leute. Jetzt werde ich mal mit dem Grenadier hier um den Grenadier kümmern, der seine Granaten hier Schaden anrichtet. Dann hier... Den Gardisten Nummer 1, Gardist Nummer 2. Was bist du für einer? Wieder ein Grenadier. Okay. Gut, dass du nicht so viele Lebenspunkte hast. Hä? Noch einer da? Ah, hier ist der. Upsala. Okay, weiter, weiter. Der Helikopter hat es auf uns abgesehen. Nein! Weg hier! Ach, vermutet. Was, den kann ich jetzt nicht nehmen? Was hat der? Wer greift mich denn da an? Was bist du denn für einer? Kombatant. Kombatant. Schon wieder. Gleich zwei. Meine Güte. Könnt ihr es nicht ein bisschen ruhig angehen lassen? Halt. So, Mutangriff. Geht das auch rückwärts? Also, hinter den Rücken? Ja, gut, der dreht sich schnell. So, hier. Hast du. Und jetzt gleich noch eine. Ist ja wohl klar. Okay, dich halte ich mir jetzt auch vom Hals. Gut, ich glaube, habe ich jetzt beide erwischt. Hoffen wir es mal. Oh, der kann gut ausweichen. So, aber die Lebenspunkte sind schon wieder zur Hälfte gesunken oder über die Hälfte. Okay, dich erwischen wir. Du bist weg. Wie Endstation? Wie nichts Endstation? So, oh, wir haben einen Limitangriff. Sehr gut, Limit. Aber haben wir jetzt jemanden, bei dem sich das lohnen würde? Limitangriff ist ja nochmal eine Stufe härter. Ich weiß noch nicht, wie lange wir den jetzt haben. Wenn der Kampf jetzt vorbei ist, verlieren wir ihn wahrscheinlich. Das müsste ich mal testen. Aber gut, für die werde ich jetzt bestimmt keinen Limitangriff anwenden, oder? Ah, jetzt ist der Limitangriff weg. Mal sehen, ob wir ihn jetzt noch haben, wenn wir jetzt wieder kämpfen. Ich vermute nicht, aber schauen wir mal. Den hätte ich jetzt doch gerne gezeigt, wenn ich es gewusst hätte. Über die Dächer. Spießrutenlauf im Wohnviertel. Ja, über die Dächer. Müssen wir erstmal raufkommen.
Müssen wir jetzt trotzdem erstmal einen Weg suchen. Ja, ich sehe hier jetzt irgendwie nichts. So auf den ersten Blick. Doch, da ist was. Ja. Ja, okay, wir gehen nach oben. Hier wird uns ja auch der Weg angezeigt. Guter da. Gott sei Dank hier, so für Leute, die die Orientierung verloren haben wie mich. Ist das nicht schlecht? Schauen nochmal die Seitengasse hier. Zwei Heiltränke. Habe ich mich geheilt? Ja, auf jeden Fall, der Limitangriff ist Geschichte, ist klar. Den können wir jetzt nicht mehr anwenden. Gut, aber das nächste Mal, da kommt bestimmt nochmal ein stärkerer Gegner, bei dem wir uns mal den Limitangriff anschauen können. Handgranaten Nummer 2 und nach oben. Was? Hallo? Lass mich ruhig die Treppe raufklettern. Wie seid ihr denn drauf? Die Feiglinge. Hopp, 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 Cloud, weiter, weiter, weiter. Treppen nach oben. Uah. Nö, finde ich jetzt nicht so gut. Ja, verliere keine Zeit, aber verliere trotzdem nochmal das hier. Eisenreif, das ist wieder besser. Habe ich jetzt Zeit, den auszurüsten? Ja, mache ich mal kurz. Falls er ganz toll ist. Erst noch den Kraftreif, jetzt den Eisenreif. Eisenreif, wo bist du? Ach so, Bronzereif, Eisenreif. Oh, sehr gut. Der hat einen Materia-Slot. Und der ist besser hier. Bessere physische und magische Abwehr. Wie man hier sehen kann. Für seinen geringen Preis erstaunliche Kraft wohnt dem Eisenring inne. Eisenreif. Aus dem Ring, aber es ist ein Reif, okay. Alles gut. Okay, wir nehmen ihn. Klasse. Und hier haben wir noch einen Materia-Slot. Ups. Jetzt hier Materia. Okay, ich nehme den TP-Boost. Wir verlieren irgendwie zu schnell unsere TPs. Und mit dem haben wir ein paar mehr. Ja, jetzt momentan 114. Wir haben mal eine Stufe erhöht bekommen. Mehr als vorhin. Das nehme ich gerne. Und das Gute ist, wenn wir ihn aufleveln, er verdoppelt sich praktisch von 10 auf 20% und dann jetzt nicht mehr ganz verdoppelt, aber er erhöht sich immer um 10%, okay. Und hier ganz unten sogar 50%. Gut, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, man hat wirklich keine TP-Probleme mehr, wenn wir den hochgelevelt haben. Ich denke, für die kleinen Gegner keine TP-Probleme mehr, aber vielleicht für die Endgegner, okay. Oder Zwischengegner. Wahrscheinlich schon noch. So, ich hoffe, es ist jetzt der richtige Weg. Ja, sieht so aus. Wenn nicht, müssen wir wieder zurück. Aber hier, genau. Hier scheint es auch weiter zu gehen. Gucken wir mal. Okay, hier nicht. Hier sind wieder ein paar Gardisten. Hallo Leute. Oh, da ist einer mit Schild. Den müssen wir mal von hinten angreifen, würde ich sagen. Erstmal eins, zwei. Okay, wo bist du? Wir greifen dich mal von hinten an. Upsala, hallo, hallo. Wie heißt er denn? Sturmgardist? Okay, jetzt haben wir ihn so seitlich ein bisschen angegriffen. Hier von hinten geht es doch ganz gut. Noch einmal ein Angriff mit unserer ATP-Fertigkeit. Oh, der hat schon, okay, der hat schon aufgegeben, okay. Resigniert. Obwohl er so gut geschützt war, hat es ihm nichts geholfen. Ja, so alleine bringst du auch nichts, ne? Du brauchst ein paar Kumpel. Okay, wir gehen wieder hier so ein bisschen seitlich. Jetzt schauen wir, dass wir nichts hier irgendwo übersehen, so eine Seitengasse. Ach nein, schon wieder. Wir haben ja ganz schön zu tun. Aber klar. Shinra sucht uns. Das ist klar. Dass sie hier groß auffahren. Gut, dass sie nicht allzu starke Gegner auf uns angesetzt haben. Ja, noch ein bisschen schneller. Nochmal Verstärkung. Wie viele Leute habt ihr denn, die hinter mir her sind? Na dann geht's weiter. Cloud. Geht's hier oben auch weiter? Oh nein, wo bin ich denn jetzt? Im Kampfmodus? Der greift mich an. Ah, okay, da vorne. Alles klar. Oh nein. Grenadier, lass das doch. Lass das, für was du ausgebildet wurdest. Sei doch vernünftig. Oh nein, hier zwei Schildis. Einmal von hinten. Ah, ich kann auch keine Fertigkeit anwenden. Dann versuchen wir es einfach mal ohne Fertigkeit. Wobei so,
Ich glaube, was halt auch gut wäre, Sturmgardist gegen den Sturmgardisten. Ich vermute Magie, da würde er wahrscheinlich sein Schild verlieren. Müssen wir mal ausprobieren, wenn es kritisch wird. Ey, wir sehen jetzt noch da. Trifft Magie eigentlich mehrere Leute? Sollen wir mal versuchen, hier mit Magie was zu bewegen, mit Feuer. Vielleicht den Sturmgardisten und das in der Hoffnung, dass er den anderen auch... Okay, der war zu weit weg. Oh, das war gut. Hey, einmal Magieangriff hat ihn jetzt sozusagen vernichtet. Das war in Ordnung. Grenadier Nummer C. A, B, C. Alle passé. Und wir schauen uns hier oben nochmal kurz um. Gut, man könnte auch direkt durchlaufen, aber ich finde das schon wichtig, dass man sich hier, nichts entgegenlässt, weil ihr habt ja gesehen, Bronzereif, Kraftreif, Fahrrad, naja, Bronzereif, Kraftreif auf jeden Fall, alles da, wenn man auch danach sucht, findet man es auch. Und wenn wir das jetzt nicht getan hätten, dann wären wir jetzt ohne da gestanden, was uns doch auf jeden Fall einiges geschwächt hätte, so rum, ja. Weil wir haben jetzt einen Materia-Slot mehr, dank unserer Suche. Dass wir auch alle Ecken absuchen auch. Sollten wir schon machen. Auf der Stelle, das halte ich ja für etwas übertrieben. So, wir werden dich jetzt mal ein bisschen mit Feuer bearbeiten. Das hat... Oh, Vita, nein, Feuer. Das hat ganz gut geklappt beim letzten Mal. Sagen wir mal. Feuer für dich. Wie schmeckt dir das? Nein, Hündchen. Hört das nicht? Das nicht? Ich hab doch gesagt, ich schmecke nicht. Warum ist mein Name jetzt vorhin rot geworden? Ich dachte, ich bin im Bedrängnis und habe nur noch 20 Lebenspunkte oder sowas. Aber das hat doch mehr, aber... Heilung geht vor, gerade wenn du gegen zwei Wachhunde kämpfst. Da müssen wir doch mal ein bisschen schauen, dass wir da noch ein bisschen Puffer haben. Puffer, Puffer, Puffer ist gut. Warum lebt ihr jetzt noch? Was ist los? Könnt ihr bitte sterben? Oh, Feuer war jetzt auch gut. Also die Anfangsgegner scheinen doch alle so ein bisschen gegen Feuer allergisch zu sein. Das ist auf jeden Fall gut. Oder eine Schwäche auf Schwäche gegen Feuer zu haben. Na dann, wohl an. Wir gehen mal weiter. Mokrim-Medaille, sehr gut. Die sammeln wir so nebenbei ein. Ach, die Straßen sind aber auch, wenn jetzt hier keine Kampfhandlungen stattfinden würden, würde es auch ganz schön aussehen jetzt momentan. Musik treibt uns aber auch so ein bisschen an. Musik ist sowieso Final Fantasy. Und Musik. Musik ist wunderbar von Final Fantasy. Kannst du nicht sagen. Soundtrack würde ich auch gerne haben von Final Fantasy. Bier, hört ihr Musik? Das ist echt gut. Noch eine Medaille? Schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Oh, gerade davon geredet. Die Ratte sind fest. Was? Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Ich bin doch keine Ratte. Okay. Ziemlich viel auf einmal. Oh, das wird schwierig. Na, muss das sein? So viel auf einmal. Mal sehen, ob wir euch alle besiegen können. Da liegt schon einer auf dem Boden. Haben wir den Daumen gekriegt hier? Okay, bis jetzt ist kein Problem. Kein Problem. Ihr hättet euch noch mehr Verstärkung holen sollen. Oder zumindest jemanden, der ein bisschen was, ein bisschen mehr aushält als ihr, Leute. So geht das nicht. So geht das nicht gegen Cloud. Was ist das denn für einer? Der hat ein rotes Schild. Ist das jetzt jemand anderes? Sturmgardist? Oh, Gongaga Kommandeur. Gongaga. Gegen Gongaga. Er hat eine Schwäche, aber du hast nicht dein Schild verloren. Also Gongaga, du scheinst der etwas stärkere Gegner zu sein, von dem ich gerade gesprochen habe. Schauen wir mal. Upsi, was war das denn hier? Ey, lass du mich mal in Ruhe hier. Was hat denn der? Ein Strom? Hier ein
wie heißt der, diese Teile, die Stromstoße abgeben. Taser. Er hat so einen Taser anscheinend. Taserschwert. Nicht mit dem Taserschwert. Nein, nein, das gefällt mir gar nicht. Du kriegst jetzt Magie ab und für den, gegen den Kommandeur werden wir uns, um den Kommandeur werden wir uns später kümmern. Erstmal du hier. Ey, ja, der Kommandeur hat auch was abgekriegt. Super. Aber Schock. Schock hat ihn jetzt, also ich glaube, das Feuer hat ihn schon ein bisschen geschockt, aber die Schläge jetzt nicht so sehr. Ausweichen, ausweichen. Du hast da auch dein Taser dabei, dein Taser-Schwert. Denn zwei Leuchtstoffröhren oder was das hier sind, können mir doch nichts anhaben. Du haust uns um, du haust uns gar nicht um. Hier, heiß wird's, genau. Zack, uns wird gleich nochmal heiß. Ja, ja, verbrenne. Verbrenne. Und es wird nochmal heiß. So dreimal Feuerangriff hintereinander. Da sieht es jetzt für dich schlecht aus, Herr Kommandeur. Oder auch nicht. Was war das denn? Hast du nochmal alles gegeben? Nein, nein. Das ist nicht gut. Ja. Okay, reißen wir uns mal zusammen. Du hast doch kaum mehr Energie. Jetzt geschockt. Und zack und zack und zack. So. Oh, noch mehr jetzt hier. Der Kommandeur war schon ein bisschen. Eine etwas größere Herausforderung. Eine härtere. Ja, Cloud, super, genau. Ich glaube, einen anderen Ausweg gab es jetzt nicht. Da werden immer mehr gekommen. Ah, super. Gut gemacht, Cloud. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ja, wir haben uns ja nicht schlecht geschlagen jetzt momentan. Na endlich, ja. Ich wollte mich ja beeilen, aber es ging nicht schneller. Wolltest dich wohl bei der Arbeit halten, was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Waren unsichtbare Wesen. Ja. Haben wir und die Blumenverkäufer gesehen. In langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Okay. Glauben uns wohl nicht alle. Auf jeden Fall Barrett nicht. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makro-Reaktor 1. Okay, Leute. Folge war, denke ich mal, actionreich, diese Folge. Wir haben die Flucht. Die Flucht ist uns gelungen. Wir haben uns mit unserer Gruppe wieder treffen können hier im Zug. War ein kleines Abenteuer. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Final Fantasy VII Remake. Ciao.